Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein VR-Blatt von WTOSS.de. Ich bin Thorsten von WTOSS.de und nachdem wir leider Annette einen leichten Kopfschuss verletzen mussten, weil sie sich in einen Zombie verwandelt hat, würde ich sagen, wir starten jetzt direkt weiter und rächen ihren Tod definitiv. Und ab geht's! Ich sagte, ab geht's! Ach, das ist der. Als ich klein war, sagte mein Vater, wir hätten ein Monster im Keller. Und wenn ich nicht brav wäre, würde es mich eines Nachts holen. Also war ich immer schönartig. Aber das Monster kam trotzdem. Mhm. Ja. Das geht hier genauso gut weiter, wie es vor einigen Folgen das aufgehört hat. Mein Traum wird wahr. Ich hab eine Idee. Ob es klappt, keine Ahnung. Beiden hier ist noch eine irgendwie eine Möglichkeit da hochzukommen. Nein, da kommen wir nicht hoch. Okay, das war also eine beschissene Idee. Das wird uns doch irgendwie möglich sein. Nee. Waren wir offenbar nicht schnell genug gewesen gerade. Ah, okay, es geht hier unten weiter. Okay, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Das war offenbar eine doch ziemlich beschissene Idee, weil jetzt langsam geht uns der Sauerstoff auf. Ab in den Laderoboter. Hi. Nettes Lächeln hast du? Kapitel 7. Altstadt. Ich muss zur Kirchenruine. Helga muss dort sein. Was sie auch vorhat, es ist nicht gut. Du musst es verhindern. Dann holst du dir diese Akte. Nur noch eine letzte Hürde, Billy Boy. Nur noch eine. Okay, dann gucken wir bei den Laderoboter. Der Laderoboter wurde in erster Linie als Maschine für Bauarbeiten ausgelegt. Mit seinem mächtigen Arm ist er jedoch auch ein nützliches Zerstörungswerkzeug. Bewege dich mit WASD, um in die gewünschte Richtung. Benutze die Maus zum Lenken. Drücke die Maus 2 für einen Trümmerschlag mit dem linken Arm. Maus 1 für den Trümmerschlag mit dem rechten Arm. Drück gleichzeitig Maus 1 und Maus 2 für den doppelten Trümmerschlag. Das probieren wir jetzt doch direkt gleich mal aus.
und Strong links, C, um den Laderoboter zu verlassen. Mhm. Um vom Laderoboter aus mit einer Waffe zu feuern, wähle durch Rollen mit Mausrad eine Waffe aus deinem Inventar oder wechsle mit Q mit vorheriger Waffe und Laderoboter. Okay, also. Das ist mit links. Das ist mit rechts. Okay. Wow. Da haben wir ja richtig viel. Aber nachladen können wir jetzt nicht. So, Strong C erstmal. Aha! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße, scheiße! Wir holen uns jetzt als allererstes mal ein bisschen Muni. Nein, das ist nicht unser. So. Nee, das ist Beton. Na kommt. Dann ab rein. So ein Teufel auch. Okay, das werden wir wahrscheinlich durchschießen müssen. Ja. Deswegen können wir auch herausfeuern. Ah ja, jetzt verstehe ich das dann auch. Das ist Schrotmunition. Gucken wir mal, ob wir uns auch ein bisschen schneller bewegen können, aber das sieht schlecht aus. Drei auf ein Streich. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die alten Märchen.
7 auf einen Streich. Wer sich daran erinnern kann, aus welchem Märchen das ist, schreibt es definitiv bitte in die Kommentare. Weil ich meine, ich könnte es euch verraten, aber ich werde es euch nicht verraten. Ich weiß, aus welchem Märchen das ist, glaube ich. So, das war's schon. Auf. Du hast ja nur Schiss vor mir. Gut, hätte ich auch, wenn hier mein Roboter einfach ankommt. Ich finde den Roboter cool. So, Strong C und raus. Ja. Mit erreicht. Gold. Immer gut. Ich liebe diese kleine, dieses kleine süße Ding, liebe ich. Aha. So, und ach. Warum habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gleich eine Menge... dass wir jetzt gleich eine Menge Schuss brauchen. Hm? Ah, okay. So. Wir uns mal eben unseren Roboter wieder. Ach, okay. Oh, halt. Halt, 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 halt. Erstmal hier kurz reingucken, vielleicht ist hier noch was Schönes. Granaten. Schüsse, wow. Aber ich glaube... Ich glaube, das werden wir jetzt kurz bei jedem Haus machen. Nur so viel Zeit muss sein. Zumindest bei allen Häusern, wo wir reinkommen. So.
Okay, da kommen. Da kommen wir ja auch rein. Und wie. Oh! Artikel: Wulfburg hilft verwundeten Soldaten. Das Krankenhaus von Wulfburg kümmert sich wie viele andere Krankenhäuser im Land um die Behandlung und Therapie im Kampf verwundeter Soldaten. Chefarzt Dr. Franke berichtet unserem Reporter, welch großer Stolz ihn erfüllt, weil er sich um die Kriegshelden kümmern darf. Ich gehe jeden Tag mit großer Freude ans Werk, denn ich weiß, mit meiner Arbeit kann ich diesen Patrioten helfen, so der Doktor. Diese Jungs wollen nichts anderes, als wieder auf die Beine zu kommen, um wieder an die Front zurückzukehren. Ja. Und die Ärzte und Schwestern sind dankbar für die Chance, sie dabei zu unterstützen. Auch Dr. Franke ist die schwindende Zahl der verwundeten Soldaten im letzten Jahr aufgefallen. Es ist offensichtlich, dass wir den Krieg gewinnen. Ich hatte noch nie so wenige Patienten wie zurzeit. Freut sich Dr. Franke mit einem Lächeln. Ja, das kann auch ein bisschen daran liegen, dass die auch ein bisschen auf den Sack kriegen. So, gehen wir mal hier hoch. Oh, Bombenschuss. Hört sich immer gut an. Oh, Messer. Oh, cool. Oh, Medischock. So, Herzlein. Schaut mich da jemand von der Seite an? Nein. Oh? So, ganz, ganz schnell wieder rein. Gute Nacht. So, dann werden wir dich hier mal wieder kurz parken. Dann holen wir uns unsere Großläufige. Dann mal gucken. Finde ich hier noch ein bisschen für uns. Bisschen aufräumen dürfen. Oh, Gold. Gold, immer gut. Oh, was zu lesen? Artikel. Archäologen untersuchen Wulfburger Kirchenruine. Wulfburg, 13. Februar. Eine Gruppe von Archäologen unter der Leitung der bekannten Archäologin Helga van Schaps hat die alte Kirchenruine von Wulfburg in eine Ausgrabungsstätte verwandelt, die an Ausgrabungen in Ägypten erinnert. Dies ist eine schöne Stadt mit einer der freundlichsten Bevölkerung unseres Landes, ließ van Schaps bei einer Pause in ihrem prallgefüllten Terminkalender wissen. Aber diese Stadt birgt auch eine Menge Geheimnisse, die für die Zukunft unseres großartigen Landes von enormer Bedeutung sein können. Viele Wulfburger zeigten sich froh über das akademische Interesse an ihrer Stadt, denn das gab ihnen einen weiteren Grund, stolz zu sein. Einige Menschen können die allgemeine Begeisterung jedoch nicht teilen. Es gab einen Grund, warum die Kirche niedergebrannt wurde, erzählt Elsa. Eine der älteren Einwohner von Wulfburg. Man sollte die Vergangenheit ruhen lassen. Ja, da hat sie auch gar nicht mal so unrecht. So. Weil, was dabei rauskommt, sehen wir ja hier, ne? Medipack. Oh, cool.
Ja, das ist natürlich ein ideales Fenster. Unten sind noch Medipacks. Aber wir haben uns ja den Weg frei gemacht. Okay, hier kommen wir also nicht dran. Ja, ich habe schon gesehen, dass wir diesen einen Eingang da benutzen sollen. Aber ich guck trotzdem erstmal gerne nach. Ja. So. Das heißt, jetzt müssen wir die Gegend erstmal richtig untersuchen. Wir sind ja vorhin ja nur hier so pro forma vorbeigegangen mit der Maschine. Ah, tolle Wurst. Weil wir brauchen den Schlüssel. Oh, eine Scheiße. Wo bist du? Mist. Naja, schade. Zeppelin brennt zwar fröhlich vor sich hin. Wow. Was war das? Ach, die Granate. Hm? Ah. Ja, Kessler. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ich bin in der Luft. Habe einen Zeppelin gekapert. Bin unterwegs in die Hauptstadt, um die Flugblätter abzuwerfen. Sie sind verrückt, Kessler. Ich weiß, ich werde das nicht überleben. Komisches Gefühl. Zu wissen, dass es bald zu Ende ist. Aber ich fühle auch eine gewisse... Sagt man doch. Glückseligkeit. Ich hoffe, dass es Ihnen eines Tages auch so geht. Das hoffe ich auch. Ich habe da doch gerade was gesehen. So. Wow. Was war das? Kuckuck. Ach.
Wieder nachladen, weil das ist eine wunderschöne Angelegenheit. Sobald wir das Ding wieder abgenommen haben, hat er wieder die volle Munition. Das ist wirklich eine schöne Angewohnheit. Das ist wirklich eine wunderschöne Angewohnheit dieses Spiels. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Was ist das? Meinst du? Oh! Gold! Bringt Patronen! Ein bisschen hat er sich jetzt angehört als... wäre ein Hund, auf den man draufgetreten ist. Kuckuck. Otsch. Ja. Okay. Gut, Medipack brauchen wir jetzt nicht. Was ist das? Oh, Rüstung. Immer gut. So, und... da holen wir uns jetzt unseren Roboter wieder. Gute Nacht. Ich denke mal, dass wir mit dem jetzt hier weiter müssen.
mal freundlich anklopfen. So, aber bevor wir das machen, gucken wir eben ein bisschen nach Rüstung, damit wir die wieder aufgeladen kriegen. Da ist die Geschützstellung. So. Wieder entfernen. Vollgeladen. Ich habe jetzt was vor. Entfernen, es klappt. Es hätte klappen können, obwohl... So. Das verlassen wir. Jetzt gehen wir mal eben schnell. So, ja. Jetzt gehen wir mal. Oh! Was das hier? Ja. Das war eine Scheißidee. Wenn uns das Spiel auch lässt, weil ich natürlich immer noch ein bisschen behoffe. Weil wir machen uns das nämlich jetzt ein bisschen zu eigen. Ein volles Magazin. Oh, vollgeladen. Und zwei volle Magazine. So. Und jetzt einmal kurz reinspringen. Und anklopfen. Klettere die Mauer hoch. Was für eine Mauer? Level beenden. Nee, ne? Nee. Ach nö. Das ist doch jetzt ein Scherz, ne? Liebe Designer, das ist doch jetzt ein Witz. Och nö. Ach Manno. Och Mann. Ach.
Kapitel 8, Ausgrabungsstätte. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, wir machen eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt bitte in die Kommentare, was ich hätte besser machen können. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.